Taiwans Verteidigungsministerium hat am Freitag die Grenzübertretung eines mutmaßlich chinesischen Wetterballons gemeldet. Wir beobachten das sehr genau. Vielleicht wurde er aufgrund des Monsuns in unsere Richtung geblasen. Ersten Erkenntnissen zufolge war es ein Wetterballon. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde der Ballon rund 190 Kilometer südwestlich der nordtaiwanesischen Stadt Keelung entdeckt und bewegte sich etwa eine Stunde lang in Richtung Osten, bevor er verschwand. China sieht das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Region an. Taiwan beschuldigt Peking hingegen häufig, militärischen oder wirtschaftlichen Druck auszuüben, um unter anderem die dortigen Wahlen zugunsten der chinesischen Regierung zu beeinflussen. In Taiwan werden am 13. Januar Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten.